Erinnerungen sprudeln. Teil der Geschichte sein. Der Hausherr bittet uns, Platz zu nehmen. Fürst Alexander zu seinen Wittgenstein sein, erzählt aus der Geschichte. Ja, das Schloss hat eine sehr komplizierte Geschichte. Unsere Familie hat also auf der Burg oben angefangen und dann hatten wir eine ständig wachsende Grafschaft Sayn, die dann immer mehr in den Westerwald hineingedrungen ist. Hachenburg, Altenkirchen waren so Residenzstädte gewesen, aber auch die Löwenburg am Rhein im Siebengebirge oben, auch um Köln herum, überall hat sich diese Grafschaft Sayn ausgedehnt und die Familie lebte dann auch weitestgehend nicht mehr hier auf der Burg in Sayn, sondern in verschiedenen anderen Orten, die größere Schlossanlagen oder Burganlagen hatten. Eben vor allem Hachenburg und Altenkirchen waren so zwei große Residenzen. Hier in Sayn gab es dann um die Burg herum verschiedene Burghäuser, die gehörten zu sogenannten Burgmannenfamilien, also Ministerialen, die für die Sayner Grafen, waren ja Territorialherren, waren Landesherren gewesen, hatten also eine richtige Landesregierung mit einem eigenen Militär, mit eigenen Münzen, mit eigener Rechtsprechung und so weiter. Und diese Ministerialen haben dann für die Familie hier über Generationen immer die gleichen ministerialen Familien gedient. Da war also vor allem die Familie Stein aus Nassau. Die hatten hier das Steinsche Burghaus direkt oberhalb des Schlosses noch als Ruine sehr schön zu sehen. Und dann gab es die Familie Reifenberg aus dem Taunus, die über viele, viele Generationen, also über vielleicht 400-500 Jahre hier in Diensten waren. Die haben das Gebäude, was man heute das Sayner Schloss nennt, gebaut, etwa im 15. Jahrhundert. Das ist dann immer wieder umgeändert worden. Das wurde dann 1750 barockisiert. Dann hat die letzte Tochter Reifenberg in die Familie Boswaldeck, Grafen Boswaldeck, hineingeheiratet. Und der letzte Boswaldeck, der hier war, so um 1850 herum, war Landrat in Koblenz. Und in der Zeit kamen meine Vorfahren, die eine lange Tour gemacht haben, über Hachenburg, Altenkirchen und so weiter nach Berleburg, ins Wittgensteiner Land hinein. Wir haben damals auch die Grafschaft Wittgenstein, wie man so sagt, aufgeheiratet, also die letzte Erbin geheiratet und nannten uns auch dann Grafen von Sayn und Wittgenstein. Über diese Tour nach Berleburg ist dann unser Zweig der Familie plötzlich in Russland gelandet. Wir sind 1750 etwa nach Russland gegangen und waren 100 Jahre in Russland und haben dem Zaren geholfen, den russischen Militär wieder auf Vordermann zu bringen, also zu preußifizieren mit Disziplin und Ordnung und so weiter. Das ist uns wohl sehr gut gelungen. Wir haben einige Generäle gestellt und einen großen Feldmarschall, der im Krieg gegen Napoleon sich ausgezeichnet hat und auch der Oberkommandierende der russischen Armeen war im Krieg gegen Napoleon, also ein ganz wichtiger Mann. Und dessen Sohn, der auch noch sehr reich geheiratet hat in Russland und durch den erfolgreichen Vater auch sehr viel Ländereien noch dazu hatte, der ist dann 1850 sehr begütert aus Russland wieder zurück nach Sayn gekehrt. Hier in Sayn hatten wir gar nichts mehr, das war alles längst kassiert von dem Trierer Bischof, der hier ungerne einen protestantischen Landesherrn gesehen hat und der das hier also, wie man so sagt, kassiert hat. Wir haben das dann zurückgekauft, der preußische König, dem die Burgruinen gehörten damals, der hat die uns wieder geschenkt und hier unten dieses Burghaus haben wir dann von diesem Graf Boswaldeck, dem Landrat in Koblenz, gekauft und haben dieses früher Reifenbergsche Burghaus mit sehr viel Aufwand durch einen französischen Architekten, Girard, umgebaut in eine fürstliche Residenz. 1848 bis 1850 ist das passiert. Das war ein sehr modernes Gebäude für die damalige Zeit. Modern heißt, man hat sich an den Stil, der damals schick war, angepasst und schick war die Gotik. Man ist also 500 Jahre zurückgegangen in die Zeit der Gotik. Man wollte wieder Ritter spielen, man wollte wieder Romantik spielen und hat also hier ein ganz romantisches Rittergebäude quasi dargestellt. Parallel dazu entlang des Rheins überall sieht man das. Also ich denke,
denke jetzt an vom Kölner Dom angefangen, den man ja auch damals fertiggestellt hat, Apollinaris-Kapelle, die also wunderbare Rheinromantik darstellt, bis zu vielen anderen Burgkapellen, Rheinfels und ich weiß nicht was. Alles ist in diesem neugotischen Stil damals gebaut worden und Sayn war ein wunderbares Beispiel für diese Neugotik. Ganz spannend war, dass man damals, um Zeit zu gewinnen und um Arbeitsplätze hier in der Region zu schaffen, die Fassadengestaltung, die ja völlig geändert worden ist damals auf Neugotik, nicht einem Steinmetz überlassen hat, sondern man ist in die benachbarte Sayner Hütte gegangen. Die Sayner Hütte war berühmt für die Herstellung von wunderschönem Eisenkunstguss und man hat denen gesagt, mach doch unsere Fassadengestaltung. Man hat also die ganzen Fensterelemente, die heute weiß auf dieser ockerfarbenen Fassade drauf sind, die hat man in Eisen gießen lassen. Und wir haben also als einziges historisches Gebäude der Welt 150 gusseiserne Fenstergewände hier an der Fassade dran gehabt. Eine ganz einmalige Geschichte. Und wie gesagt, man hat mit diesem Auftrag hat man im Revolutionsjahr 1848, wo die Leute bettelarm waren und wo also sehr unruhige soziale Verhältnisse überall waren, hat man Arbeit geschaffen und man hat zig Familien, Dutzenden von Familien hier im ganzen Umfeld, im unteren Westerwald und im Rheintal über Jahre Brot, Arbeit und Brot gegeben durch diesen Großauftrag. Das hat natürlich die Rückkehr der Familie aus Russland nach Sayn hier gleich sehr positiv gestaltet. Man hat der Familie einen Triumphbogen gebaut hier aus Blüten also nicht einen steinernen, sondern einen hölzernen Triumphbogen im Park, wie sie angekommen sind. Und es gab ein riesiges Volksfest, wo es gibt da genaue Unterlagen drüben, wie viele Ochsen und Schweine da verbraten worden sind und so. Es war also eine ganz große Sache. Ja, dann ist man hier eingezogen in dieses Schloss und dann lebte die Familie hier bis zum Ersten Weltkrieg in Schloss Sayn, hatte nur einen relativ kleinen Grundbesitz drumherum, diesen ehemaligen Reifenbergschen und Steinschen Grund, den man da gekauft hat. Und das meiste Vermögen der Familie war noch in Russland gewesen oder war in Italien, in Frankreich, in der Schweiz, in einer ganzen Reihe verschiedener Orte. Das ist alles im Ersten Weltkrieg verloren gegangen als Feindvermögen. Und wir blieben dann mit einem sehr großen Schloss und einer kaputten Burg, blieben wir dann auf einem relativ kleinen, wie man sagt, Rittergut hier in Sayn sitzen. Die Franzosen haben dann nach dem Ersten Weltkrieg das Schloss zwangsokkupiert, besetzt, haben hier obdachlose Familien untergebracht, uns rausgeschmissen quasi. Wir haben dann eine große Versteigerung gemacht und einen Großteil unseres Inventars verkauft. Dann kam hier ein Kindergarten rein, eine Nähschule, ein Altersheim und so weiter. Das war also völlig anders genutzt, dieses Gebäude, ist auch dann ziemlich verfallen. Und mein Vater hat dann, wie er geheiratet hat, 1942 im Zweiten Weltkrieg mit meiner Mutter den vorderen Teil des Schlosses wieder übernommen. Und ich bin als kleines Kind 1943 hier aufgewachsen, noch in den letzten Kriegstagen mit meiner Schwester zusammen, meinen Eltern. Mein Vater war natürlich im Krieg draußen. Also ich bin ein echter Schlossbewohner noch gewesen in meiner frühesten Kindheit. Und dann Ende des Krieges, wenige Wochen vor dem Kriegsende, wie die Amerikaner über den Rhein rübergekommen sind, hatten die deutschen Truppen den Auftrag bekommen, hier alles zu blockieren, was die amerikanischen Panzer nach Berlin aufhalten könnte, und haben alle Alleebäume gefällt und haben alle Brücken gesprengt, hier in der ganzen Gegend. Und da war eine kleine Brücke hier direkt vorm Schloss über den sogenannten Brecksbach. Der Brecksbach ist da vielleicht so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter tief. Man hat eine riesige Ladung auf diese Brücke draufgelegt, Sprengladung, hat die in die Luft gehen lassen und das Dach des Schlosses ist eingestürzt, die Fenster sind alle rausgeflogen und das Schloss war eine total verwüstete Ruine. Und mein Vater kam dann Ende 1946 aus der Kriegsgefangenschaft zurück, hat sich das angeschaut, hat gesehen, wie der Mondschein durch die Fenster durchscheint und hat gesagt, Schluss, vorbei. Wir haben jahrhundertelang in Schlössern und Burgen gelebt. Wir sind jetzt in einer modernen Zeit. Wir bauen uns ein neues Haus und vergessen das Alte.
Das hat er dann auch gemacht und hat dann so eine kleine Landwirtschaft hier geführt. Und ich bin also als kleines Kind hier wie ein Bauernjunge aufgewachsen. Wir hatten ein paar Schweine und ein paar Kühe und das Schloss verfiel zur Ruine. Und mein Vater hat dann auch noch, weil das Geld knapp war und weil Gusseisen ein wertvolles Material war, eins nach dem anderen diese ganzen gusseisernen Fenster aus der Fassade herausgerissen, mit dem Pferdefuhrwerk oder mit dem Traktor, und hat die dann als Schrott verkauft. Und mit jedem Fenster, das hier rausgerissen wurde, konnten wir den Tank unseres Volkswagen Käfers füllen und sind damit nach Österreich in Urlaub gefahren. Meine Mutter war Österreicherin und wir haben also viele Urlaubswochen in Österreich verbracht durch diese Fenster, die wir hier verkauft haben. Lange Rede, kurzer Sinn. So in den 70er, 80er, 90er Jahren ist das Schloss zur Totalruine verfallen. Es standen nur noch die Außenmauern. Es gab kein Dach, keine Decken, es wuchsen Bäume hier innen drin. Und meine Frau und ich hatten ja damals angefangen, hier wieder etwas für den Fremdenverkehr zu tun. Wir hatten die Burg wieder aufgebaut, also den Bergfried wieder aufgebaut, ein Restaurant oben reingebracht. Wir haben dann einen großen Coup gelandet. Wir haben das Schmetterlingshaus hier in den Schlosspark hineingebaut. Das war sehr erfolgreich, sehr aufregend, sehr ungewöhnlich. Es kamen sehr, sehr viele Leute. Bis heute kommen sehr, sehr viele Leute sich das anschauen. Eine ganz einmalige Anlage. Ja, und da passte diese Schlossruine nicht rein. Die war also direkt störend gewesen. Es ist auch die große Freitreppe vom Schloss in den Park abgerissen worden und die Straße verbreitert worden. Also es sah alles sehr unschön aus. Und die Stadt hat uns damals gesagt, wir sollen die Schlossruine abreißen. Man könnte hier eine Sparkassenfiliale hinsetzen oder eine Tankstelle oder irgendetwas. Das wäre für diesen Ort besser als dieses schreckliche Rattenloch, wie man sagte. Naja, wir haben zusammen mit dem Denkmalamt, mit dem wir ein sehr enges und gutes Verhältnis immer hatten, überlegt, was können wir machen hier. Irgendwie müssen wir das Ding retten. Das ist einfach zu wertvoll und zu schön, aber uns fehlte das Geld und uns fehlten die Ideen, die Nutzungsideen. Und dann kam plötzlich das Land Rheinland-Pfalz und sagte, wir sollten eigentlich mit der WHU in Fallen da zusammen überlegen, ob wir nicht hier einen Ableger der WHU nach Sayn legen. Die wollten expandieren, die haben gedroht, dass sie sonst nach Berlin umsiedeln, wenn sie hier keinen Platz mehr kriegen in der Gegend. Und dann fing das so an und dann haben wir gedacht, naja, das wäre vielleicht eine ganz interessante Sache. Und da haben dann so gestrickt, so ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm mit der WHU und mit dem Land Rheinland-Pfalz und wir etwa auch noch mit 20% Beteiligung an der ganzen Sache. Ja, und dann fingen wir an und dann ist die WHU aber wieder abgesprungen und hat gesagt, wir haben in Fallen da doch sehr schönes Gelände gefunden. Und dann haben wir mit dem Land in wenigen Wochen überlegt, was wir hier machen können, um diesen bereits losgefahrenen Dampfer auf Schwung zu halten, und haben dann beschlossen, dass wir das machen, was wir heute hier haben. Wir bauen das Schloss wieder auf und öffnen es der Bevölkerung auf vielfältigste Art und Weise. Also wir haben hier Seminarräume drin, wir haben Museen hier drin, wir haben ein großes Restaurant hier drin, wir machen Events, Hochzeitsveranstaltungen und so weiter. Und wir haben einen ganzen Teil hier wieder so hergerichtet, wie er früher mal gewesen sein könnte, weil wir zum Glück noch sehr viele sehr schöne Möbel und Einrichtungsgegenstände und vor allem sehr schöne Bilder gerettet haben durch die rauen Zeiten der Geschichte und haben hier also auch richtige Prunkräume hier drin, sehr farbenvolle, reiche, mit wunderschönen Gemälden. Und das bieten wir alles an für... Ja, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel hier eine Hochzeitsmesse gehabt, die war sehr gut besucht und da sind die Leute durch diese Salons durch und durch diese ganzen Prunkeinrichtungen durchgegangen und haben sich eben vorgestellt, wie schön es ist, auf Schloss Sayn heiraten zu können. Dann haben wir auch die Schlosskapelle wieder wunderschön hergerichtet, da kann man auch kirchlich heiraten. Also wir sind eigentlich ein wunderbarer Hochzeitsort geworden. Ja, meine Frau und ich, wir sitzen also jetzt hier und verwalten diese ganze Angelegenheit. Mit den Fenstern haben wir hier einen Coup gelandet, der auch zeigt, wie man mit der Denkmalpflege zusammenarbeiten kann, auch in extrem schwierigen Situationen. Der Staat hat den Wiederaufbau von Schloss Sayn mit sehr viel Geld gefördert.
und hat aber eine Bedingung gestellt, hat gesagt, es müssen die gusseisernen Fenstergewände wiederhergestellt werden, weil das ist das Alleinstellungsmerkmal von Sayn. Das gibt es nur einmal in der Welt und das hat dieses Schloss hier auf die Liste der national bedeutenden Baudenkmäler hinaufgesetzt. Und wir haben das auch zugesagt. Dann ist uns am Ende des ganzen Bauprogramms faktisch das Geld ausgegangen. Und das letzte Gewerk war eben der Einbau dieser gusseisernen Fenstergewände. Und wir haben damit gerechnet, dass die etwa 200.000 Mark kosten und der billigste Bieter hat 1,5 Millionen gewollt dafür. Und wir kamen dann nicht weiter. Und wir hatten dann eine ganz kritische Phase in der Auseinandersetzung mit dem Denkmalamt und mit dem Staat, weil die gesagt haben, die Verträge sind einzuhalten, ihr müsst diese gusseisernen Fenstergewände wieder machen, weil sonst hätten wir hier dieses Projekt nicht so stark finanziell unterstützt. Aber wir konnten nicht mehr, wir hatten das Geld nicht mehr und wir haben dann hin und her gerungen, was es für Möglichkeiten gäbe und irgendwann mal kam ein Hausmeister zu mir und sagte mir so auf wunderbarem Sayner Blatt, Herr Förscht, ja, mein Bruder, der arbeitet hier nebenan in Neuwied in einer Firma, die macht GFK-Teile für Disney in der ganzen Welt und die können alles machen. Und da habe ich gesagt, ja und, was soll das heißen? Und dann sagte er, ja, die können auch die Fenstergewände machen, das machen die all, das können die all. Und da habe ich gesagt, total bekloppt, ich kann doch nicht zum Denkmalamt oder zum Kultusminister gehen und sagen, wir möchten hier in GFK, was ist das eigentlich, Fiberglas, hat er gesagt, in Fiberglas hier an einem historischen Bauwerk etwas ergänzen. Ich bin dann hingegangen zum Kultusminister und der hat mich also hochkant rausgeschmissen. Ich habe immer nur Disney gehört und das war auch völlig richtig, das ist natürlich undenkbar. Ja, dann haben wir so wochenlang gegrübelt und überlegt und irgendwann mal nachts kommt einem dann so ein Gedanke, den man dann am nächsten Tag vielleicht dann doch wieder positiv einsetzen kann. Und das war also hier der Fall. Wir sind gegangen zu dem Meeting in Mainz und da waren natürlich dem Kultusministerium und Denkmalamt und Staatssekretär und alle wieder an einem Tisch und die waren schon etwas unruhig mit uns, weil wir kamen also immer wieder mit einer Idee, mit der die nicht leben konnten. Und dann hatten wir aber die richtige Argumentation plötzlich gehabt. Wir haben ihnen gesagt, wissen Sie, was der Urgroßvater vor 150 Jahren hier gemacht hat, war ja etwas ganz Revolutionäres, etwas ganz Außergewöhnliches. Er hat das modernste Material, das es damals gab, diesen Eisenkunstguss genommen, um an einem Baudenkmal zu arbeiten. Wenn wir das heute wieder machen, ist das ein alter Hut, das ist ein Déjà-vu. Das hat es also vor 150 Jahren schon gegeben. Das Material ist keineswegs ein modernes Material. Und wenn wir aber hier in Fiberglas arbeiten, dann machen wir etwas ganz Außergewöhnliches, etwas ganz Modernes. Genau das Gleiche, was der Ururgroßvater vor 150 Jahren gemacht hat. Und das ist doch eigentlich, es geht doch eigentlich um die Idee und nicht um das Material. Und dann guckten die mich so an und dann sagten die, was soll das denn kosten? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben schon die Kostenvoranschläge reingeholt, das kostet genau die 200.000 Mark, die wir noch beiseite gelegt haben. Machen Sie es, aber reden Sie nicht drüber, war die Antwort. Und dann sollte hier vorne die Parkfassade, die sollte wenigstens in Eisen gemacht werden und alle anderen 130 Fenster oder wie viel wir hier haben im Schloss, die haben wir dann in Fiberglas machen dürfen. Und das Fiberglas ist ideal, das rostet nicht, das wiegt 20 Kilo so ein Element, das Eisen wiegt 500 Kilo so ein Element, die ganze Fassade hat viel weniger Belastung. Man kann das Fiberglas mit 4 Schrauben an der Wand festmachen, das Eisen hätte man durch die ganze Mauer durch verankern müssen, durch diese alten, maroden, 500 Jahre alten Außenmauern des Schlosses, die ja noch alle da sind. Das wäre also sehr kompliziert gewesen. Und so haben wir also eine Lösung gefunden, die ganz perfekt ist. Und von außen sieht man überhaupt keinen Unterschied. Von innen, wenn man so ein bisschen das Fenster aufmacht und so hinter die Kulisse schaut, dann sieht man, dass das also ein Fiberglaselement ist. Also wir sind sehr glücklich und wir sind sehr stolz, dass wir das einzige Schloss der Welt sind, das einzige Baudenkmal der Welt sind, das Fiberglaselemente hat. Und das ist doch eine schöne Geschichte. Und es zeigt, dass wenn man mit dem Denkmalamt vernünftig redet, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat und wenn man auch gibt und nimmt, also nicht nur fordert, sondern eben auch Kompromisse macht, dass man sehr gut vorankommt. Seien Sie zu Gast an diesem fürstlichen Ort.
Sein bei Bendorf am Rhein. Es gibt viel zu entdecken.